Herzlich willkommen zurück. Da sind wir wieder. Ja, und ein Creeper badet dort. Unser Portal wobbelt auch im Hintergrund. Ach, ist das schön hier. So, mal schönes Melonengeschnetzeltes. Na, komm raus. Explodiert ja auch im Wasser. Ah nein, da stirbt er gleich. Ist ja interessant. Muss er schon mal eins auf die Mütze gekriegt haben. Der arme Creeper. Creep, Creep, Creeper. Creep, Creep. So. So, automatisieren wollte man das hier eigentlich auch mal irgendwann, aber das kommt dann bald. Müssen wir uns dann sowieso neu ausdenken hier alles. Vielleicht überdachen wir das hier auch einfach. So, weil wir können ja jetzt in den Nether. Da waren wir ja in der letzten Folge bereits. Und da wir da hin können, gehen wir da einfach gleich wieder hin. Den ganzen Krempel hier mal ablegen. So. Ja. So. Das Plöckgeräusch mag ich nicht. Noch mehr Scheren. Ach mein Gott, was wir hier nicht alles noch haben. Einen Bogen haben wir uns noch nicht gebaut. Was sollten wir jetzt mal tun? Tunlichst. Oh. Dramatische Musik. Passend. Do. Do. So, das mit dem Wassereimer war ja äußerst erfolgreich, also können wir es auch lassen. Dau. So, wo war das? Das Feuerzeug wollte ich mitnehmen. Das brauche ich nicht mehr. Kann hier erstmal rein. Ich kann da drüben rein. So. Eisenschwert. Faden brauche ich auch nicht mitnehmen. Das hier nehme ich schon mal mit. Ach, die Scheren wollte ich da vorne noch ablegen. Genau. Für unsere Schafe und so. So. Oh. Auf, zurück in die Unterwelt. Aber erst noch ein Stück Melone. Njam, njam, njam. Ja, da sind wir. So, jetzt müssen wir uns hier mal... Die Musik passt. Das ist toll. Ach, ist das herrlich. Dies freut mich. Wir hören nämlich immer noch Throng. Mit dem Album Throng Live. Und der Track heißt Transition States. Bobblegusts. Ah, aber da kommt gleich Glowstone, an dem man rankommt. Ah, den nehmen wir uns mal mit. Ah, toll. Ganz viele Gusts. Das freut mich ja. Nur mein. Toll. Einiges von dem Zeug ist natürlich wieder in den... Ja. Ach, toll. Ich brenne. Herrlich.
Ist ganz schön gefährlich hier unten. Was? Ja. So. Aber auf Krawall gebürstet, wie wir jetzt sind, nehmen wir uns diese scheiß Gastviecher mal vor. Ja. Ja. Genau du. Eine Gastträne. Na? Komm zu mir, kleine Blinkerdinger. Na, jetzt gehen wir hier mal wieder hoch. Mit den Schweinepriestern hier legen wir uns erstmal nicht an. Aber der Stein erlischt auch hier unten, wenn er erstmal brennt. Das ist gut. Ja, und die stehen ja an dem Feuer rum. Finde ich toll. Ach, da ist ja noch Glowstone. Immerhin eine Gasttrainer haben wir schon. Und ein wenig Glowstone-Puder. Pulver. Puder, Pulver? Pulver oder Puder? Staub. Leucht, Stein, Staub. Nicht? Bin ich verwirrt. Jetzt bin ich verwirrt. Aber meine Verwirrung nutze ich einfach mal aus, um nachzugucken. Leucht. Ja. Super. Brauche ich jetzt eine Spitzhacke mit Behutsamkeit inzwischen? Ist das neu? Irgendwie, ich bin ja gerade wieder am Rezept nachgucken. So. Oh. Ah, jetzt.
Jetzt lädt das Mistvieh auch. So. Genau. Ach, aus 4 nur. Alles klar. Hui. So. 7 Leuchtsteine, meine Freunde. 7. So. Sehr schön. 7 Leuchtsteine haben wir bereits. Das heißt, wir können ja hier unser unterirdisches Farming-Programm vorantreiben. Hier ist auch gerade Nacht. Gehen wir mal pofen. Na, Kätzchen? Oh, die waren saftig. Na, und wie geht's euch? Ja, die waren auch saftig. Ganz viel Melone. So. Gehen wir mal wieder rüber zum Feld. Also da hat sich ja auch was verändert, nachdem der Creeper uns da den Zaun weggesprengt hat und so weiter. Naja. Ihr habt es ja miterlebt in einem der letzten Casts. Auf jeden Fall haben wir dann hier so ein Problem gekriegt. Und zwar dieses, dass jetzt mal nichts mehr da ist. Wir müssen alle Viecher neu einfangen und so. Ja. Blöd, dass das Zeug nicht weiter wächst, wenn man nicht in der Nähe ist. Finde ich echt doof. Naja. So, also auf jeden Fall hier... soll ja unser Farmhaus entstehen. Na? Njam, njam, njam. Schweinekeule. Ach, da drüben der Berg, das ist ja schon richtig gut weg, ne? Ja, mal sagen. Ach ja, hier ist so schön und friedlich. Schön friedlich ist hier. Aber gut. Hier ist auch noch alles soweit in bester Ordnung. Müssen wir dann mal irgendwann weiterbauen. Aber erstmal müsste ich... ich glaube, das mache ich mal offline. Also diesen Restberg da entfernen. Also es waren ja so viele Folgen Bergentfernung. Muss ich euch ja nicht nochmal antun. Naja, ist hübsch hier geworden. So, was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Jetzt bin ich etwas unschlüssig, was ich denn gerade tun möchte. Ich könnte den Krempel hier noch abwerfen. Schwarzpulver haben wir auch schon jede Menge. Spinnenaugen haben wir immer noch eins. Das ist ja, weil wir das Zeug immer wieder wegwerfen. Hühner haben wir auch noch nicht so richtig, ne? Wir haben 6 Eier. Das müssten wir uns irgendwie... ich glaube, wir bauen uns mal so eine Hühnerfarm. Ich glaube, das ist jetzt erstmal sinnvoll. Feder. Feder, Feuerstein. Ja. Na, sonst mit den Gasts wird das sonst nichts. Ist halt echt übel, die Viecher. So, aber erstmal... wieder rüber in den Never. Ordentlich Melone hinter die Kiemen. Und dann soll es hier auch schon weitergehen. Ja. Da ist schon wieder so viel. Na, Schweine. Wie ist der Typ? Ja, mit dem werden wir uns dann auch demnächst mal anlegen. Dafür brauchen wir bloß den richtigen Ort.
um uns mit denen auch anlegen zu können. Na, mal sehen, wie weit die rufen können. Ist ja jetzt eigentlich gut dabei und gut ausgestattet. Ja, genau so habe ich mir das vorgestellt. Ach, was für ein Scheiß, ey. Da hatte ich alles so schön vorbereitet, aber nein, ich muss ja gleich... Mann, sind die aufdringlich. Naja, gut. Mal sehen, ob sie sich immer noch dran erinnern. Ja, sie erinnern sich noch an uns. Ist ja sehr schön, dass sie das tun. Sehr freundlich von ihnen. Boah, krass sind die drauf, ey. Alter. So, neues Schwertchen mitnehmen. Ach, hier Steinschwert reicht auch erstmal. Dann gehen wir da in die Ecke und dann... Ach, ja. Und dann fighten wir sie. Fighten wir sie nieder. Lass hier erstmal Nachbarbefriedigung betreiben. Ja. Oh, sind die krass drauf, Alter. Ich komme nicht mal bis in meine Ecke. So langsam schmeiße ich hier alles weg, was ich besitze. Vor allem meine ganzen Erfahrungspunkte sind hier. Ach, mein Gott. Und das Eisen. Ich hatte auch das ganze Eisen mit. Ich glaube, ich renne da durch, sammle was ein und laufe erstmal wieder weg. In die Ecke sollte ich mich nicht drängen lassen. Gehen wir mal strategisch vor. Ja. Ja, kommt mit. Nein! Tja, meine Freunde, dies wird jetzt ein wenig länger dauern. Ich glaube, ich sollte sie erstmal weglocken und dann, dass sie mich da erschlagen. Das ist erstmal sinnvoller. Und dann gehen wir wieder hin, sammeln ein und dann können wir mal gucken, ob wir hier wieder zum Frieden beitragen können. Ja, ihr mögt mich noch. Das dachte ich mir doch schon. Na, kommt ihr alle mit? Ja, ihr kommt alle mit. Ihr seid brave Schweinetypen. So. Ja. Sehr schön. So. Die Sippschafter haben wir erstmal weggelockt. Das heißt, wir kommen an unser Inventar wieder. Und vielleicht auch an ein paar Erfahrungspunkte. Naja, ich glaube ja nicht. Ah, ey, da hatte ich das alles so schön vorbereitet. Ja. Super. Super Plan. Vor allem ohne Schwert in der Hand. Damn you. Naja, bis zum Ende dieser Folge werden wir unser Inventory schon wieder haben. Sind jetzt alle wieder da? Jetzt ist nur noch der eine. Jetzt ist nur der eine. Kommst du mal mit hier? Ja, genau. Ja, genau. So. Spitzhacke wenigstens. Ja, genau. Irgendwas. Ah, nehmen wir die Spitzhacke erstmal.
Meine Schwerter sind weg. Die Erfahrungspunkte reduzieren sich auch jedes Mal neu, ne? Das ist. Stehen die da unten rum? Der mag uns immer noch nicht. Schwert habe ich noch nicht. So. Eisenschwert, ja genau. Nein, doch. Ein Steinschwert. Ja, natürlich. Da drüben hingelockt. Na, das war jetzt ja äußerst erfolgreich, oder? So erfolgreich wie nur selten irgendwas war, was wir hier angefangen haben. Mag der uns? Ach, der mag uns. Ich hatte doch fast alles wieder. Warum habe ich das nie wieder? Nee. Ich glaube, ich sollte mehr darüber nachdenken, wie man sich erstmal ausrüstet, bevor ich hier so ein Blödsinn anfange. Ja, kommt mit, Schweinemenschen. Kommt mit, kommt mit, kommt mit, kommt mit. Ja. Hauen, ihr dürft mich hauen, ihr dürft mich hauen. Nur nicht zu sehr. Damit ich nicht gleich wieder tot bin. So wie jetzt. Das ist nicht fair. Nur wenn man einen von denen anpiekt, sind die alle sauer auf einen. Ich frag mich, wann das auch wieder abklingt. Oder ob das wieder abklingt. Ich glaube, es war eher so eine Art offizielle Kriegserklärung, die ich jetzt hier gegeben habe. Na, guck mal mit. Ja, jetzt hier lang. Runter. Ja, ihr mögt mich auch. Das weiß ich doch. Mögt mich alle. Ja, super. Ja, sehr schön. Sind hier natürlich gleich am Portal. Da, so, unser Eisen noch holen. Eisen holen, durchs Portal flüchten, ist jetzt der Plan. Was soll ich hier einsammeln? Genau. Was soll ich hier einsammeln? Das ist doch wohl nicht wahr. Nein! Jetzt habe ich gleich die nächsten wieder am Wanst. Wir können gleich ein zweites Portal bauen, ey. Weil wir dann nicht wieder rauskommen. Ja, der mag uns auch schon. Warum rennen die denn alle so? Der rennt jetzt auch auf uns zu. Genauso hatte ich mir das gedacht. Ja, ja, genauso. Ja, kommt alle mit. Kommt alle mit. Ich mag euch alle. Jetzt muss uns nur noch ein Gast in den Arsch beißen, dann bin ich schon äußerst zufrieden.
dem Ausgang hier. Was ist denn da schon wieder? Ja, kommt alle mit. Kommt, ja, ich mag euch auch. Ja, tummelt euch alle mal da vorne. Das ist schön. Das heißt, wenn wir jetzt aus dem Portal kommen, seid ihr auch gleich alle da, um einfach mal ein Stelldich einzugeben, ne? Wäre jetzt auch scheiße, wenn man euch suchen müsste. Ja, genau. Das wäre ziemlich kacke. Genau. Ja, 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 ja. Kommt alle mal mit. So, die TNT mitnehmen. Noch anzünden, bevor ich sterbe, und dann können sie alle sterben. So. Alle. Ja, ja, alle drin hier. Ja, ja, schau mal, wie sie nicken. Super. So, jetzt muss ich da nur wieder rauskommen und dann irgendwo ganz anders hingehen, mich erschlagen lassen. Den Plan hat man schon mal, hat schon mal funktioniert, also machen wir das gleich nochmal. Ja, ja. Ja, genau so stelle ich mir das vor. Nein, nicht. Nicht. Ich will doch nur mein Eisen wieder haben. Und ja, Frieden, Leute. Frieden, Frieden, Frieden. Ha. Sieht gut aus. Ich habe eine Schaufel. Ist nur eine? Ja. Die Schaufel könnt ihr behalten. Ich will mein Eisen. Ah, das ist Musik schon wieder vorbei. Wir hängen immer noch fest. Bei dem verzweifelten Versuch. Hilfe! Na, mitkommen. Ja. Ist alles schon wieder ein bisschen weiter draußen. Hängt das hier auch? Framerate bricht ein. Alles scheiße außer Mutti, sage ich euch. Alles scheiße außer Mutti. Welt wird simuliert. Oh Mann, ey. Bei 3 Frames sterbe ich hier. 17 Frames. Was ist denn hier los? Jetzt so viele Viecher angezogen, dass es ja nicht mehr funktioniert. Oh, Alter. Ja. In Standbildern wiederbeleben. 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 Ich bin gestorben. Ich glaube, ich habe jetzt den ganzen Nether aufgescheucht. Wiederbeleben. Jetzt stürzt Minecraft ab. Wäre wahrscheinlich endlich mal was Gutes an der Stelle. Ach ja. Was saugt jetzt hier bloß die Ressourcen weg? Ich glaube, an dieser Stelle können wir die Aufnahme einfach mal enden lassen und wir melden uns zu einem späteren Zeitpunkt nochmal, weil Minecraft ist ja jetzt abgestürzt. Tja, bis dahin, bye bye. Und ich weiß, für euch ist es jetzt eine hämische Freude. Es freut mich, sie bereit zu haben. Wir bauen wieder auf, wir machen alles neu.